Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. So, ich habe mir gerade noch ein Prisma reingemacht oder drei Prismen, weil ich die ja sonst nicht angreifen kann. Ansonsten legen wir direkt los. Wir müssen hier so ein Haustierchen finden. Die Tante will es nicht wiedergeben. Dafür müssen wir sie töten. Gut. Das. Ach Gottchen, das wird ein super leichter Kampf jetzt, Leute. Die hat ja noch nicht mal Begleitpersonen dabei. Wir brauchen ja eigentlich fast nichts dafür. Machen wir schon mal eine Klinge. Was? Bitte wie? Das ist aber nicht so nett, ne? Aber gut, okay, von mir aus soll sie es ruhig machen. Die verdammte blöde Kuh. Machen wir direkt natürlich weg, ist ja wohl klar. So, damit ist das auch wieder weg. Et voilà. Mach jetzt gleich auf jeden Fall erstmal ein Prisma. Prizzy! Keins in der Hand. Schade irgendwie. Ja, von mir aus. Hallo Lars. Eigentlich wird das ein leichter Kampf jetzt, Leute, ne? Lalalala. Ne, das machen wir natürlich diesmal nicht. Neu mischen. Nein, ist mir too important. Elementarklinge. Ja, machen wir auch noch. Oh, hat er mir schon gegeben. Ich Trottel, habe ich nicht aufgepasst. Vielleicht sollte ich mal aufpassen. Naja, oder war das plus 45? Ich weiß es gar nicht. XD. Na, wenigstens haben wir einen Gegenschlag. Aber wir brauchen verdammt nicht noch eins. Wir brauchen erstmal ein Prisma. Das können wir nicht gebrauchen. Feuerkessel können wir, brauchen wir uns auch nicht antun. Wir machen uns jetzt mal ein Feuerschildchen drauf. Okay, ich greife an. Ich greife nicht an. Na, endlich. Das wollten wir doch haben. So, jetzt in der Hand. Du kriegst bei mir gleich ein Schildchen, mein lieber Alex. Alex Carath. Kennt jemand von euch Alexander Carath? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Bin mir sicher, dass es keiner von euch weiß. Oder? Lalalala, das hat die Dame bereits drauf. Dann gibt es jetzt noch. Eigentlich brauchen wir schon gar nichts mehr drauf machen. Nein. Nee. Ist aus.
einem Set und hause 1000 Mal umgenäht. Apropos umgenäht. Ich habe immer noch die... Ah ne, Quatsch. Ich hatte mir die Schuhe umgenäht. Aber die falschen Schuhe genommen. Aber ist im Moment eigentlich egal, oder? So. Komm, du kriegst das noch von mir aus. Nur 70. Oh. Ha. Ha. Gut, dass sie das nicht gegen Feuer hat. Ich habe nämlich die Schattenpeitsche bereits weggeschmissen. Und das ist ganz schön kacke gewesen. Also wenn das jetzt... Aber gut, dann hätte ich es für den nächsten Angriff gewusst, ne? Das ist ja eigentlich total leicht, der Kampf, oder? Er zieht sich zwar jetzt ein bisschen, aber was soll's. Ich weiß auch gerade überhaupt gar nicht, ob das eine Haupt- oder eine Nebenquest ist. Oh, naja, okay, danke. Hätte ich noch gar nicht gebraucht. Aber gut, vielen Dank, Alex Sternenfall. Warum kommt dir kein Verflucht? Ich brauche nichts mehr, ich brauche gar nichts mehr. Ich brauche jetzt nur noch gleich einen Ifrit und dann ist gut. KD, kein Ding. Ich kann es. Wie geht's? Vielen Dank übrigens an... wem habe ich das? Ich habe jetzt kein Handy hier, um zu gucken, wer das geschrieben hat. Aber vielen Dank für die Hinweise, wie die Sprache funktioniert. So, ich sammle Pips und brauche nur noch den verkackten Ifrit, damit ich hier endlich angreifen kann. Na endlich, mein Gott, du hast dich aber auch ganz schön auf dich warten lassen. Was hat er gemacht? Sein Bart gezwirbelt in der Zwischenzeit. Ich musste noch meinen Kinnbart zu einer schönen Pfeilspitze zusammenrollen. Und dann ist mir das Wachs ausgegangen. Oh, guck mal, wie gut mein Bart steht. Traumhaft. Ich bin so ein stylischer Gecko. Habe ich das Prisma vergessen, Leute? Nee, 111.000, ich leck mich. Du hast gewonnen, Zauberwirker. Du kannst sie zu ihrem Besitzer zurückbringen. Aber warte mal, wo ist sie denn hin? Sie war gerade noch hier. Oder? Wir müssen sie finden. Ich sehe am Hafen nach. Du gehst zu Schoss, vielleicht ist sie nach Hause geflogen. So, jetzt kneift sie. Jetzt ist sie abgehauen und jetzt ist die Fliege weggeflogen oder was auch immer das war. Haben wir denn hier irgendwas? Kann ich mir irgendwas von deinem Inventar klauen? Du mistiges Miststück. Hm? Dafür, dass du so eine böse Frau... Was? Da steht sie ja schon wieder. Muss ich schon wieder... Könnte ich schon wieder theoretisch gegen die kämpfen oder was? Das wäre nicht zu fassen, oder? Lull. La, 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 la. Kevin auf seinem Rochen. Muss mal A-A machen. Ich glaube, das ist die beste Haltung, wenn man mal ganz dringend muss. Eigentlich ist das, glaube ich, die schlechteste Haltung. Wenn man so kurz davor ist, naja, auf dem Klo zu gehen. Dann so zu sitzen auf einem Rochen. Warum macht er das eigentlich? Ich glaube, der Kevin findet das eklig, den Rochen mit seinen Füßen zu berühren. Denkt so, das ist so schleimig und ekelhaft. Ah, Zauberwirker. Du hast meine süße kleine Libelle und meinen wundervollen Käfer wiedergefunden. Und sieh nur, wer von ganz allein wiedergekommen ist. Wer ist ein gutes Mädchen? Wer ist ein feiner, braver Tarantula-Falke? Genau, Fräulein Miriam. Sie ist mein feiner, braver Tarantula-Falke.
Ich bin außer mir vor Freude darüber, dass all meine geliebten Tiere wieder da sind, Zauberwirker. Wann immer du Futter benötigst, komm einfach vorbei. Tierfutter. Sprechen wir doch mal mit dem. Gucken wir mal, was er für Tierfutter hat. So, gibt es da irgendein besonders tolles Futter? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, weiß gar nicht, was es soll. Interessiert mich doch gar nicht. Ja, hier 5 plus 3. Okay. 5. 5. Naja. Kostet aber auch unglaublich viel. So, gut. Jetzt müssen wir Saltana in Bastei finden. Ups. Hallo? Jetzt aber. Ich bin mal heute nicht so mega gesprächig, sorry. Aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Zauberwirker, ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Du hast Verbindung nach Sardonyx hergestellt? Wundervoll. Ich war schon viele Jahre nicht mehr dort. Deshalb ist es für mich auch nicht einfach, dir und Ezekiel einen guten Rat zu geben. Und hier gibt es noch so viel zu tun. Aber was hältst du davon, wenn Zarosinia Totenlied mit dir mitkommt? Ihre Aufgabe hier ist erfüllt. Und sie kennt Sardonyx viel besser als ich. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten, Zauberwirker. Die Tante kommt mit mir mit. Der kommt noch nicht hier durch. Sprich mit Ezekiel, der Sehende. Ezekiel, der Sehende, wo war der nochmal? Ezekiel, der Sehende. Ach ja, klar, da steht's doch, ich Trottel, Sardonyx. Ich bin voll am Suchen. Mein Ziel, dich aufholen. Jeder kann mich aufholen, also mein Level aufholen, mich überholen. Ist doch gar kein Problem, Leute. Ach, wie schön der stille Markt aussieht. Guck mal, da fährt jemand mit Lokomotive vorbei. Hi. Ach, wie schön, dass hier mal Leute sind. Ich finde das echt toll. Viel besser. So, ab nach Sardonyx. Und mit Ezekiel, dem Sehenden, sprechen. Wer ist da? Zarosinia, oh. Totenlied? Oh. Dein Ruf eilt dir voraus. Oh. Oh. Gut, dass der hinter mir weggegangen ist. Sage mir, was in Sardonyx vor sich geht, Mönch. Sie ist auf unserer Seite, oder? Es wird einfacher sein, es dir zu zeigen, als alles zu erklären. Zauberwirker, kannst du Zarosinia zu ihrem Familiensitz bringen? Wir machen erst einmal einen kleinen Stadtrundgang. Ich will mit eigenen Augen sehen, was sich alles verändert hat. Ein Stadtrundgang machen? Ne, ist klar. Hab ja sonst nichts zu tun. Wie du siehst, sind die Eisentore verschlossen. Das ist normal. Doch die militärische Präsenz ist hier sehr hoch. So, jetzt gucke ich mir mal gerade das Geschenk hier an. Von Lars Donnerfaust. Goldene Trauben, Sonnenstein, Ektoplasma, einen schmalen Tonkrug, eine Schlingergrastapete und den Wagenlenker Kalkris von Aquila. Als Hut sogar selten. Edelpudding, lecker. Was? Wagenlenker Kalkris von Aquila? Den gucken wir uns mal kurz an. Und ich vergleiche ihn mit dem, was ich jetzt habe. So, plus blablabla, oh, plus 112 Kritischrate, okay. Ah ne, Moment, da ist 182 Feuerkritischrate, okay.
Plus 17% Todesangriff, plus 17% Feuerangriff. Hier habe ich plus 15 Feuerangriff. Plus 3% eingehend. Mhm. Plus 3% Super Schattenpip. Plus 5% keine Ahnung, was es ist. Aber bei dem anderen habe ich sehr viel Verteidigung. Und das möchte ich auf keinen Fall aufgeben. Auch wenn das gar nicht mal so schlecht aussieht. So, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht es gut. Ciao.